Danke, Freunde, dass ihr gekommen seid. Gibt es Neuigkeiten über den Verbleib des Schwarzen Drachen? Nein, leider nicht. Und das, obwohl wir seit dem Vorfall bei der Friedensfeier unablässig nach ihm gesucht haben. Unsere erfahrensten Dragoons haben jeden Winkel der wallenden Nebel durchkämmt. Doch bisher fehlt von Nidhogg jede Spur. Wirklich sehr bedauerlich. Allerdings ist kaum zu bezweifeln, dass Nidhogg bald von sich aus in die Offensive gehen wird. Wenn er sich verstecken wollte, wäre er nicht bei der Friedensfeier aufgetaucht. Solange es noch ruhig ist, sollten wir die Zeit nutzen, um uns intensiv auf die Auseinandersetzung mit unserem Erzfeind vorzubereiten. Sehr weise. Um Nidhogg standzuhalten, muss die Verteidigung Ishgards verstärkt werden. Darum werden wir uns kümmern. Die Ritter der vier Adelshäuser und Hildas Truppe erarbeiten gemeinsam einen Verteidigungsplan. Deshalb habe ich euch allerdings nicht zu mir gerufen. Worum geht es dann? Durch seine beiden Augen ist Nidhogg im Vollbesitz seiner Kräfte. Ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass wir ihm widerstehen können, wie sehr wir uns auch vorbereiten. Es sei denn, wir verschaffen uns ähnliche Kräfte. Ihr meint doch nicht etwa... Wir möchten Rieswelge um Hilfe bitten. In der Tat ist Rieswelge eines der wenigen Wesen, die es mit Nidhogg aufnehmen könnten. Sie beide gehören zu den sieben hohen Drachen. Doch Rieswelge... Mir ist klar, dass Rieswelge in Abgeschiedenheit lebt und keine Absicht hat, in den Kampf zwischen Nidhoggs Drachen und Ishgard einzugreifen. Davon hattet ihr ja schon berichtet. Dennoch will ich mein Glück versuchen. Ich bin bereit, jeden Preis zu zahlen, um das Volk von Ishgard zu retten. Die Beseitigung Nidhoggs sehe ich als meine letzte Aufgabe als Anführer dieses Stadtstaates. Ich bitte euch dringlichst, mir dabei zu helfen. Führt mich zu Rieswelge. Einverstanden. Wir geleiten euch zum Kreidetempel. Dort können wir versuchen, mit dem Signalhorn, das Moglin uns gegeben hat, Rieswelge zu rufen. Ich danke euch. Lucia, du vertrittst mich während meiner Abwesenheit. Zu Befehl, Großmeister. Gebt gut auf euch Acht.
Thank you.